Hallo, hier ist Dietmar Friedhoff, Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen. Berlin, 29.08.2020. Was ist passiert? Lassen Sie uns doch mal gemeinsam genau hinschauen. Können Sie sich noch an den G20-Gipfel in Hamburg erinnern? Können Sie sich noch erinnern an die letzten Bilder aus Stuttgart, aus Frankfurt, mit dem Migrantenmob oder die Stuttgarter Partyszene genannt? Können Sie sich noch daran erinnern, wie unsere deutsche Polizei teilweise verängstigt und weinend auf den Straßen saß und gar nicht mehr wusste, was um sie herum genau passiert? Wo die Polizei von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprach? Und jetzt sehe ich die Bilder aus Berlin. Ich persönlich war vor Ort und kann Ihnen sagen, auf der Straße des 17. Juni, also zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule, genau wie unter den Linden, waren viele Menschen, die einfach nur friedlich im Einklang miteinander auf der Straße waren und einfach zu sagen, es reicht. Sie standen auf der Straße gemeinsam, Linke wie Rechte, Menschen aus dem ganz normalen bürgerlichen Lager, Arbeiter, Sozialhilfeempfänger. Alle standen vereint unter dem Motto der Freiheit. Ich persönlich habe keine Gewalt gesehen. Tut mir leid. Was ich hingegen gesehen habe, war ein unverhältnismäßig grober Einsatz der Polizei. Und ich frage Sie jetzt hier mal an dieser Stelle, wenn Menschen so grob angefasst werden, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen, die nichts tun, ist das verhältnismäßig? Warum kann die Polizei in Deutschland nicht genauso vorgehen, wenn es gegen linke Radikaler vorgehen soll? Was auch sehr augenscheinlich ist, ist, dass die Polizei hauptsächlich gegen Frauen aktiv wird. Die Bilder, die ich sehe, sind weinende, schreiende Frauen, die auf dem Boden liegen, teilweise schwanger, eine Frau hat den Arm ausgekugelt. Das sind die Bilder, die mir gerade in den Kopf schießen, wenn ich vom Polizeieinsatz in Berlin rede. Und ich stelle die zweite Frage. Warum wurde die Bewegung, die vom Brandenburger Tor unter den Linden war, und das sollte ja der Demolauf sein, warum wurde dieser mehr oder weniger eingekesselt und nie in Bewegung gesetzt? Warum hat die Polizei die Demonstranten nicht losgehen lassen? Auch eine spannende Frage ist, welche 10 passierten wirklich am Reichstag? Was ist der sogenannte Sturm des Reichstages? Wie viele wissen es, dass diese Gruppe, die regelmäßig dort demonstriert, irgendwann sagte, schaut, hinter uns steht keine Polizei mehr, wir können jetzt die Treppe besetzen. Diese Gruppe von Leuten, die mit Reichsflaggen ausgerüstet war, besetzte nun diese Treppe. Keine Polizei vor Ort, erst im Nachgang und ganz groß wählend mit ihren großen Reichsflaggen. Waren das die Bilder, die man vielleicht politisch wollte? Wo war die Polizei? Und warum lässt man genau an diesem Tag diese Demo an diesem Ort zu? Herr Schäuble, Herr Dr. Schäuble, bitte klären Sie auch das bitte einmal auf. Wenn Sie sagen, es muss alles nahtlos aufgeklärt werden. Das Ergebnis wird bestimmt ein sehr spannendes. Fakt ist, dass diese Menschen, die am Reichstag demonstriert haben, mitnichten etwas gemein haben mit den Menschen, die für die Freiheit an der Siegessäule auf die Straße gegangen sind. Aber oft möchte man eben nur die Bilder zeigen, die einen auch politisch nützen. Und damit hier was ganz klar und unmissverständlich ist, es gehört keine Reichsflagge, keine Reichskriegsflagge, keine Kaiserflagge auf die Stufen dieses deutschen Parlaments. Es ist das Parlament des Deutschen Bundestages und unserer Demokratie. Und das sollten wir alle verstehen. Die Flagge, die an diesem Gebäude hängt und die dort wehen muss, ist die schwarz-rot-goldene Flagge. Das ist meine persönliche deutsche Heimat. Und deswegen lassen Sie uns nicht immer Bilder erzeugen, die wirklich keiner braucht und die mit Sicherheit nicht um die Welt gehen sollen. Sondern lassen Sie uns alle im Grundgesetz, im Grundgedanken der Freiheit friedlich weiter für unsere Rechte streiten. Das liegt mir am Herzen. Dankeschön.